Ach du je, was ist denn hier los? Bleiben Sie einmal stehen bleiben. Jenna! Gefallen. Kommen Sie einmal hier in den Stuhl rein. Können Sie mir mal erklären, was passiert ist? Ich bin auf den Boden gefallen, im Endeffekt. Auf den Boden gefallen, okay. Haben Sie denn irgendwo Schmerzen? Die Rippe. Ja, ich gucke jetzt mal. Und wieso sind Sie in diesem abenteuerlichen Outfit? Neben meiner Wohnung ist jetzt ein Handymast. Und ich muss mich ja vor den Strahlen schützen. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und dann bin ich ausgerutscht und auf die Fliesen gefallen. Okay, gut. Haben Sie die Strahlung. Sie haben jetzt hier im Brustkorbbereich, haben Sie Schmerzen? Haben Sie sonst irgendwo Schmerzen noch? Nein. Nein? Nur da? Okay. Ich bin da richtig doll draufgefallen. Wir müssten aber jetzt mal von den Strahlen abgesehen, wir müssten das jetzt mal entfernen, ja? Okay. Das müssen wir schon, sonst kann ich Sie nicht untersuchen, ja? Okay. Auch wenn Herr Keller hier wirklich gedacht hat, dass er sich schützt, hätte er sich auch noch viel mehr schaden können. Erstmal hat man da natürlich eine enorme Hitze-Einwirkung, sodass der Kreislauf kollabieren kann. Zum anderen wird man sicherlich auch komisch angeguckt, wenn man so auf der Straße rumrennt. Da bin ich schon ein bisschen misstrauisch geworden, ob er vielleicht doch auf den Kopf gestürzt ist. Aber er hatte ja nun mal das ganze Material um sich, also muss er sich wirklich was dabei gedacht haben. Einmal den Kopf kurz anheben, wir entfernen das mal, ja? Sonst können wir hier gar nicht richtig. Womit ist denn die Alufolie befestigt? Nur mit Tesafilm, wie ich hier sehe? Ja, so Paketband. Okay, also jetzt nicht irgendwie noch großartig anders. Warte, ich geh einmal mit der Hand runter. Wir hatten mit der Alufolie schwer zu kämpfen. Da war auch irgendwie Paketband komplett drumherum öfters gewickelt worden. Und man hat gemerkt, der Herr Keller wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass sich da nichts löst. So, und Sie sind gestürzt, sagten Sie? Ja. Und wo sind Sie irgendwo drauf gestürzt? Auf den Boden. Auf dem Boden. Schatz? Guten Tag, wer sind Sie? Was machst du denn hier? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kommen. Schatz, was ist denn los? Sie sind die Freundin? Ja, ich bin die Freundin. Schatz, du weißt doch, da ist jetzt dieser Handymast und die Strahlung. Ich wollte das mal ausprobieren. Mit der Folie kann man sich ja schützen. Die Handystrahlung. Wow, sag normales Verhalten von Ihnen? Nee, ich bin halt nicht nur besorgt, sondern auch durchaus mehr als verwirrt. Wir haben hier schon ein relativ großes Hämatom und Sie haben ja auch richtig starke Schmerzen im Bereich angegeben. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie nicht irgendwo auf eine Kante gefallen sind? Weil so allein auf dem Boden, das passt uns so gar nicht. Ich bin auf die Fliesen gefallen. Also wir müssen Sie schon zum Röntgen schicken, ne? Also das ist ja hier der Schmerz. Also Sie bekommen jetzt erstmal ein Schmerzmittel von uns. Gibt Ihnen gleich 20 Tropfen. Was für ein Röntgen? Ja? Wie lange dauert das? Muss ich hier bleiben? Ich muss noch was Wichtiges meinem Chef bringen. Ich kann nicht hier bleiben. Sie haben hier ein ordentliches Hämatom. Die Gefahr besteht jetzt, dass hier die Rippen gebrochen sind. Ja? So, dahinter ist die Lunge. Das heißt, es kann da auch dazu zu einer Lungenverletzung kommen. Im Moment höre ich jetzt, kann ich nicht wirklich was Besonderes hören. Aber da kann es halt auch immer zum Pneumothorax kommen. Aber ich müsste hier die ganze Alufolie, Armatur hier erstmal abmachen. Ich muss wirklich meinem Chef was Wichtiges bringen. Das geht nicht, dass ich hier lange bleibe. Aber das ist gar kein Problem. Ich kenne den Herr Zenk und seine Töchter sind bei mir an der Schule. Die kann ich doch gleich einfach vorbeibringen. Nee, mach das nicht. Das sind geheime Unterlagen. Und ich krieg Ärger, wenn du da reinguckst, Schatz. Ich bring ihn dir selbst. Okay. Herr Keller hat auf mich schon wirklich einen sehr, sehr merkwürdigen Eindruck gemacht. Diese Strahlengeschichte, dass er sich schützen wollte. Was den Unfallhergang anging, hat er sicherlich auch ein bisschen geflunkert. In dem Moment konnte ich es noch nicht einschätzen. Ich habe mir wirklich auch angefangen, Sorgen zu machen. Auch Grundschullehrerin Nora ist von dem bizarren Alu-Anzug ihres Freundes irritiert. Zumal Arndt bereits seit anderthalb Jahren neben dem erwähnten Funkmast wohnt. Und das Verhalten des 30-Jährigen wird noch sonderbarer. Also, der wohnt da jetzt auch schon. Aua! Herr Keller. Ist einfach aufgesprungen. Ja, komm, der muss ich noch mal gerade hinlegen hier. Gehen Sie mal in den Rollstuhl rein. So, warte. Wollt ihr noch nicht hinsetzen? Was ist denn los? Warum sind Sie da losgerannt? Ich dachte, ich hätte was vergessen. Ja, das sah mir aber nicht nach vergessen aus. Vorsichtig, Herr Keller. Der ist ja ordentlich jetzt gegen den Türrahmen gebramscht, ne? Kommen Sie einmal hoch. Was ist denn passiert? Geht das denn noch? Was machst du denn für Sachen, Schatz? Ich krieg kaum noch so. Ich höre sie noch mal ab. Also das lässt mir jetzt hier keine Ruhe.
Der Keller kam dann wirklich zurückgerast, ist gegen den Türrahmen geprallt und danach hat er wirklich über Luftnot geklagt. Jetzt war ganz klar nicht, dass nicht noch eine weitere Verletzung passiert ist. Er muss jetzt wirklich dringend zum Röntgen, damit wir die Anschlussbehandlung fortführen können. Nur noch mal, die Gefahr ist einfach wirklich, dass wenn die Rippen gebrochen sind, sich in die Lunge bohren und die fällt dann zusammen. Und das wollen wir natürlich dann auch entsprechend zeitnah behandeln. Ne? Frau... Darf ich da kurz hin? Das ist die Putzfrau von meiner Schule. Was machen Sie denn? Wenn sie damit einverstanden ist, gut. Okay, danke schön. Zufälle gibt es ja wirklich jede Menge. Die Freundin von Herrn Keller, die als Lehrerin in der Schule arbeitet, hat dann im Behandlungsraum die Reinigungskraft aus der Schule wiedererkannt. Auch sie hatte eine sehr absonderliche Geschichte zu berichten. Ein Einbrecher. Und schubsen. Okay, also der Einbrecher ist gekommen, als sie geputzt haben. Und das ist da drauf gekommen. Ah, das gucke ich mir einmal an. Ja. Und Fenster raus, Einbrecher raus. Der ist weggelaufen, der Einbrecher. Ja, Fenster raus. Als du gerade in der Schule warst. Ja. Man holt dort, ich glaube, ich gehe einmal kurz raus und ruf einmal den Herrn Kling an, weil wenn das wirklich ist, dann... Kling hier anrufen. Ja, ich komme hier. Ja, okay, ich rufe eben einmal den Herrn Kling an. Ich bin sofort wieder da. Okay, eine Frage noch. Haben Sie das mit Wasser schon mal nachgespült? Ja. Ich würde das jetzt noch mal nachspülen und dann machen wir einen Verband drum. Okay. Mit dem Verband müssten Sie dann aber zu Ihrem Hausarzt, um noch mal zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ja? Mhm. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich den Direktor angerufen, den Herrn Kling, und es ist wirklich in der Schule eingebrochen worden. Und die Polizei ist auch schon in der Schule. Also es ist wohl... Ja, das ist ja wirklich ein Verbrechen, vor allem, weil sie jetzt verletzt ist, ne? Auf jeden Fall. Bitte einmal ganz kurz. Hast du denn schon deine Tochter oder so angerufen? Ja, Alba. Ja, holt dich gleich ab? Ja. Okay. Kleinflächige Verätzungen, die jetzt auf der Haut sind, kann man eigentlich selber ganz gut behandeln, indem man einfach unter fließendem Wasser das abspült und dann steril mit dem Pflaster abdeckt. Bei größerflächigen Verätzungen ist es sicherlich ratsam, sofort den Notarzt zu holen. So, die Hand müssen Sie natürlich jetzt ein bisschen ruhig halten. Und ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, dass Sie sich krank schreiben lassen jetzt. Ja. Und ansonsten auf jeden Fall Handschuhe tragen. Aber jetzt würde ich heute und morgen, Sie dürfen einmal hier kurz festhalten, auf keinen Fall, dass da was Feuchtes drankommt, ja? Gut. Ich gut höre, nicht gut spreche. Das macht nichts. Wir haben es ja geschafft, uns zu verständigen. Danke. So, da haben wir das schon. Gut, alles klar? Ja. Dann bringe ich Sie noch mit nach vorne, ne? Die Hand der Patientin war nicht schwer verletzt und konnte schnell versorgt werden. Im Hinterkopf hatte ich aber tatsächlich noch Herrn Keller, ob sich sein Zustand nicht noch verschlechtert und bedrohlich wird. Nach 3 Tagen war die Haut der Reinigungskraft so weit abgeheilt, dass sie wieder arbeiten konnte. Im Gegensatz dazu zeigen die Röntgenaufnahmen von Alufolienträger Arndt, dass der 30-Jährige sofort operiert werden muss. Birgit Maas klärt die Freundin ihres Patienten auf. Es ist also so, dass sich erstmal diese Rippenfraktur bestätigt hat. Also die Rippen sind gebrochen und tatsächlich ist es hier zu einem sogenannten Pneumothorax gekommen. Ja, ich kann Ihnen das kurz erklären, was es ist. Normalerweise entfaltet sich die Lunge halt und ist durch so einen Unterdruck an dem umliegenden Gewebe im Prinzip festgesogen. Ja, so. Und wenn da jetzt in diesem Unterdruck eine Verletzung reinkommt, Luft reinkommt oder Flüssigkeit, dann fällt diese Lunge zusammen. Das klingt aber super gefährlich. Ja, das kann auch gefährlich sein. Das ist jetzt gut, dass wir das hier direkt behandeln können. Die Therapie sieht so aus, dass man im Prinzip eine Drainage legt, die diesen Unterdruck nach und nach wieder erzeugt, sodass die Lunge sich dann wieder entfalten kann. Das bedeutet aber, dass Ihr Freund ein paar Tage schon stationär hier bleiben muss. Nicht nur für den Patienten war das hier viel einzustecken, sondern auch Frau Wimmers hat natürlich einiges mitgemacht. Die große Sorge, die sie sich hier gemacht hat, zudem wusste sie ja gar nicht, wie sie das Verhalten ihres Freundes einzuschätzen hatte. Deswegen habe ich sie erstmal nach Hause geschickt, dass er einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Beim schwer verletzten Arndt herrscht hingegen selbst in der Nacht keine Ruhe. Denn obwohl der Speditionskaufmann nach seinem Eingriff dringend Schlaf bräuchte, hört Schwester Leandra beunruhigende Geräusche aus dem Zimmer des frisch Operierten. Entschuldigung.
Entschuldigung. Hallo. Ja? Was machen Sie denn hier? Es ist, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ja, ich suche ein paar Unterlagen. Sie suchen mitten in der Nacht beim Herrn Keller im Zimmer irgendwelche Unterlagen? Ja, es war Mitarbeiter. Ich suche Unterlagen. Die Besuchszeiten sind dafür da, dass hier alles geregelt abläuft. Es gibt bestimmte Zeiten, wo die Patienten morgens operiert werden. Und da brauchen sie einfach wirklich viel, viel Schlaf. Und da kann man nicht bis mitten in der Nacht sich hier an ein Bett setzen oder hier noch laut sein, während andere gerne schlafen möchten. Hören Sie mir zu? Oh, Entschuldigung. Seit einer halben Stunde ist hier Besuch vorbei. Ja. Das heißt, ja, Sie dürften gar nicht hier drin sein. Ich bin auch ganz schnell weg. Ich suche nur die Unterlagen. Ich habe sie gefunden. Ach, das ist die Unterlagen. Das ist mein Chef. Darum geht es nicht, aber er hätte morgen früh gerne zur Besuchszeit wieder reinkommen. Das mag sein, aber wir sind ein Krankenhaus und wir haben hier auch Regeln, an die man sich zu halten hat. Auch Sie. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ja. Ich gehe dann. Ich mach das Licht wieder aus, ja? Danke. Komm gleich noch mal nach Ihnen gucken. Warum Arns Chef die rätselhaften Unterlagen in der rosa Mappe mitten in der Nacht braucht, soll sich erst am folgenden Morgen erweisen. Die Freundin des Patienten ist in einer Freistunde in die Klinik geeilt, um zu erfahren, was wirklich hinter dessen sonderbarem Verhalten stecken könnte. Was ist das hier für ein Krach? Angestellt. Wir haben halt jetzt eine Verletzung, ist doch scheißegal. Was ist denn hier für ein Lärm? Hallo, hallo, was ist denn hier für ein Lärm? Unmöglich. Der stellt sich total doof an. Sagen Sie mal, sind Sie der Mann, der heute Nacht auch schon hier war? Ich brauchte Unterlagen, habe ich bekommen. Und das sind wichtige Dokumente, die ich ihm halt geben musste. Ja, ja, wir haben ja auch wichtige Behandlungen durchzuführen. Ja? Also das ist ja hier. Entschuldigung, also. Ich will es gar nicht meine Kollegin hat mir gerade eine SMS geschickt. Eigentlich will ich gar nicht aufs Handy gucken, aber in der Schule ist gerade total viel los mit der Polizei und ich habe gerade Überwachungsfotos bekommen. Schatz, willst du mir vielleicht irgendwas erklären? Was soll ich dir erklären? Sind das die Einbrecher? Die Einbrecher? Es ist ein Einbrecher, der von oben bis unten in Alufolie eingewickelt ist? Weißt du, das ist ein aktuelles Thema. Der hat bestimmt auch Angst vor den Strahlen von den Masten im Moment. Genau, von den Strahlen, die dich anderthalb Jahre nicht interessiert haben, seitdem du da wohnst. Jetzt erzähl doch mal bitte wirklich, was hier los ist. Hier ist auf einmal dein Chef von nix auf gleich, steht mit einem Schulheft hier in der Hand. Die sagen nichts. Okay, ich muss, glaube ich, was sagen. Nein, sie haben mich erpresst. Sie sind es schuld, das wissen Sie. Was habe ich gemacht? Zwar hat er erwartet von mir, dass ich die Mathearbeit seiner Tochter... Das stimmt doch gar nicht. Doch, er wollte die korrigieren, damit sie eine gymnasiale Empfehlung kriegt. Nick, also du wickelst dich von oben bis unten in Alufolie ein, um in die Schule einzubrechen? Ich wollte eigentlich nicht einbrechen. Ich habe deinen Schlüssel gesucht und bin nicht rangekommen. Und dann bin ich im Erdgeschoss durchs Fenster und ja gut, die Alufolie... Im Internet habe ich gelesen, dass man die Bewegungsmelder in der Schule mit Alufolie täuschen kann, weil die nämlich dann die Wärme nicht abgeben. Das ist nicht dein verdammter Ernst. Du bist nicht nur scheiße kriminell. Aber warten Sie mal gerade. Wir hatten ja gestern Ihre Reinigungskraft aus der Schule. Und die hat ja auch von einem Einbrecher berichtet. Und der auch aus dem Fenster geflüchtet ist. Na, jetzt komme ich nämlich jetzt noch mal zu dem Medizinischen zurück, zu Ihrer Verletzung. Haben Sie sich die da irgendwie zugezogen? Ich habe die Reinigungskraft gesehen, habe Panik bekommen. Ich glaube, ich habe die sogar noch angerempelt. Und dann bin ich aus dem Fenster rausgesprungen und mitten auf dem Blumenkübel. Ah, das passt natürlich. Sie können sich nur so blöd anstellen. Ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie mir kündigen wollen, wenn ich Ihnen die Mathearbeit nicht besorge. Ach, das ist doch Blödsinn, Alter. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier, mir wird das hier jetzt zu viel. Herr Zenk, würden Sie bitte einfach jetzt den Raum verlassen? Ich muss hier medizinische Sachen mit dem Patienten besprechen. Ja, das geht hier zu weit. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, das wird ein Nachspiel haben. Aber nicht hier. Und ein Heft können Sie schön hier liegen lassen. Auf Wiedersehen, Herr Zenk. Auf Wiedersehen. Machen Sie bitte die Tür zu. Also, du bist in meine Schule, wo ich arbeite, eingebrochen. Weißt du eigentlich, was das für mich heißt? Weißt du, wie ich eigentlich dastehe? Wie die letzte Idiotin, die nicht nur einen fucking kriminellen Freund hat, sondern einfach nur einen Dummen, sich mit Alufolie einzuwickeln. Weißt du was? Das hier mit uns beiden ist völlig Sense, ne? Du musst mich jetzt nicht beleidigen. Es tut mir doch leid. Schönen Tag. Dankeschön trotzdem. Ja, vergessen Sie die Arbeit nicht, Frau Wimmers. Dankeschön. So, jetzt kommen wir alle erstmal wieder ein bisschen hier runter, ja? Herr Keller, ich wollte mit Ihnen eigentlich die Ergebnisse besprechen. Jetzt bin ich hier in was reingeraten. So eine Geschichte habe ich allerdings auch noch nicht erlebt, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem jetzt noch mal zu den Untersuchungsergebnissen. Die eine Seite der Lunge
ist schon kollabiert. Deswegen haben sie jetzt diesen Apparat, um den Unterdruck wiederherzustellen, damit die Lunge sich wieder entfaltet. Ne? Sie werden jetzt hier engmaschig überwacht. Es ist wirklich wichtig, dass sie sich jetzt hier ruhig halten. Also was auch immer das da für eine seltsame Alu-Aktion gewesen ist, besteht auch die Gefahr, wenn wir das nicht so machen, dass sie dann sogenannten Spannungspneu entwickeln und dann hat die andere Lunge auch noch was davon. Ja, da entwickelt sich so ein Ventilmechanismus, drängt noch das andere zur Seite. Deswegen ist es wichtig, dass sie hier im Krankenhaus bleiben, dass die Maschine jetzt dran bleibt und dass sie sich erholen. Ja? Verstanden, Herr Keller, oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Muss ja so sein. Die ganze Geschichte war schon wirklich unglaublich. Fakt ist allerdings, auf der einen Seite, Herr Keller hat hier eine Straftat begangen und sicherlich auch sein Chef, denn er hat ihn ja gehörig unter Druck gesetzt. Auf der anderen Seite ist aber hier auch wichtig, dass Herr Keller jetzt wirklich Ruhe hat, sich erstmal erholt, an seine Gesundheit denkt und alles Weitere kommt dann später. Arns Lunge ist inzwischen beschwerdefrei. Der 30-Jährige wurde jedoch wegen Einbruchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sein Chef erhielt wegen Anstiftung ebenfalls Bewährung. Lehrerin Nora hat alle weiteren Kontaktversuche ihres inzwischen Ex-Freundes abgeblockt.